So, ich glaube, wir sind live. Es ist immer wieder spannend. Herzlich willkommen zu unserem heutigen Livestream. Mach selbst mit WordPress zum Website-Erfolg. Und bevor wir loslegen, erstmal an alle vielen Dank, die sich heute vor den Rechner begeben und auf das wunderschöne Wetter verzichten, das wir draußen zumindest in Frankfurt haben. Wir wissen das sehr zu schätzen und ich verspreche Ihnen, die 90 Minuten lohnen sich. Und wir versuchen Ihnen quasi einen sonnigen Ersatz zu bieten mit unserem heutigen Programm. Bevor es losgeht, möchte ich mich ganz kurz vorstellen. Mein Name ist Corina Heinz. Ich bin Beraterin beim BIEK Hessen seit fast 5 Jahren, Online-Marketing-Expertin und führe Sie durch das heutige Webinar. Bevor es losgeht, ein paar organisatorische Dinge und ich möchte Ihnen natürlich erst einmal vorstellen, wer das heutige Seminar organisiert hat. Und zwar ist das das BIEK Hessen. Und wir unterstützen kleine und mittlere Unternehmen vor allem in 3 Themen: Online-Marketing, E-Commerce und Social Media und sind für Sie der Ansprechpartner, wenn Sie Fragen dazu haben. Das Ganze ist für Sie kostenlos und neutral. Das klingt ganz gut. Warum ist das so? Wir sind ein Unternehmen bzw. eine Serviceeinrichtung von 5 hessischen IHKs. Wir sitzen hier in Frankfurt, betreuen aber noch die IHK Offenbach, die IHK Wiesbaden, Fulda und Hanau. Und wenn Sie in einem dieser Regionen sitzen und Mitgliedsunternehmen sind, können Sie uns in Anspruch nehmen. Das heißt, Sie können uns anrufen, Sie können sich beraten lassen. Wir sind für Sie da bei allen Fragen rund ums Thema Online-Marketing. Und natürlich können Sie das ein oder andere Webinar von uns noch besuchen, das noch kommt dieses Jahr. Weil das Thema Online-Marketing so ein lebendiges Feld ist, machen wir es Ihnen nicht so schwer. Ich mache den ganzen Tag nichts anderes. Sie haben wahrscheinlich noch ein paar andere Aufgaben. Wir informieren Sie über kostenlose Beratungsangebote, über unsere Events wie den heutigen oder auch einfach, was es im Online-Marketing so Neues gibt. Man sollte ja keinen Trend verpassen. Einfach QR-Code abscannen, sich für unseren Newsletter anmelden und dann sind Sie up to date, was wir so tun. Da habe ich nämlich auch schon ein besonderes Schmankerl für Sie. Ja, das ist wieder ein Online-Seminar, aber es steht nicht umsonst neu in der Ecke. Das ist ein Intensivseminar. Sie kennen das Format bisher, 1,5 Stunden, einen guten Einblick in das Thema. Und bei diesem Intensivseminar gehen wir in die Tiefe. 3 Stunden lernen Sie, wie Sie Facebook-Ads schalten, warum Sie nicht den blauen Button benutzen sollten, um Ihre Beiträge zu pushen oder wie denn der Business Manager in Facebook überhaupt funktioniert. Das Ganze ist deshalb neu. Es kostet auch ein bisschen was, aber keine Angst. 49 € kostet das, aber Sie bekommen in 3 Stunden das nötige Handwerkszeug, um Ihre Kampagnen aufzusetzen oder bestehende Kampagnen besser zu machen. Einfach sehr gerne im Nachgang anmelden. Wir freuen uns darauf. Das Ganze findet im Mai statt. Ja, dann will ich Sie auch gar nicht weiter aufhalten. Sie sind ja wegen einem bestimmten Thema hier. Heute geht es um WordPress. Und wer eignet sich da besser dafür als ein WordPress-Experte, der auch noch in einer unserer Regionen sitzt? Heute wird Tim Ehling Sie mit Tipps und Tricks versorgen, technischen und strategischen Aspekten. Und wir gehen auch gleich voran. Und ich stelle Ihnen den Herrn Ehling dann kurz vor. Bevor das so ist, natürlich, wie kommunizieren wir miteinander? Das soll keine Einbahnstraße werden heute. Sie sind wieder gefragt. Die, die schon mal da waren, die nicken jetzt schon. Ja, wir nutzen Mentimeter. Das ist ein Tool, mit dem Sie Ihre Fragen stellen können, aber mit dem wir auch Input von Ihnen einfordern in Form von Umfragen. Das Ganze funktioniert folgendermaßen. Entweder Sie gehen direkt unter dem Video auf den Direktlink, der führt direkt zu der Mentimeter-Funktion. Sie scannen mit Ihrem Smartphone einfach den QR-Code ab oder Sie gehen unter menti.com und geben den Code 60919997 ein und sind ebenfalls bei uns. Stellen Sie Ihre Fragen und auch ganz wichtig, wir werden nicht alle Fragen beantworten können bei fast 500 Teilnehmern. Liken Sie Ihre Fragen. Die Fragen mit den meisten Likes beantworten wir auf jeden Fall am Anfang. Und wenn Sie eine Frage finden, wo Sie sagen, interessiert mich auch, liken und ansonsten Fragen stellen, Fragen stellen, Fragen stellen. Beantworten wir alles am Ende. Gut oder schlecht stellt sich dann natürlich am Ende auch die Frage bei Ihnen. Hat es Ihnen gefallen? Haben Sie Wünsche? Solche Webinare wie heute kommen durch Ihre Teilnehmerwünsche zustande. Sie haben uns gesagt, liebes BIEK-Team, mach doch mal was zum Thema WordPress und tada, wir versuchen das umzusetzen. Das Ganze funktioniert, indem Sie entweder unten unter dem Video wieder auf den Fragebogen-Link klicken und Sie bekommen mit den Präsentationen und auch mit dem Link zur Aufzeichnung auch den Link zum Fragebogen direkt nach dem Webinar in Ihr E-Mail-Postfach. Und wir würden uns sehr, sehr freuen, wenn Sie uns ein ehrliches Feedback geben, Ihre Wunschthemen nennen oder uns einfach sagen, was Sie uns schon immer sagen wollten.
Das war's dann auch schon von mir. Falls Sie mehr Lust auf Videos haben oder kein Webinar mehr verpassen wollen, YouTube hat so eine schöne Abonnieren-Funktion. Vielleicht kriegen wir heute die, ich weiß gar nicht, 600, 500 Abonnenten voll. Helfen Sie uns dabei, Sie verpassen nichts mehr. Und wir versuchen, fast jedes Webinar auf YouTube öffentlich zu stellen. Und dann kriegen Sie immer eine kleine Info. Ist ganz dankbar. Gut, das war es jetzt tatsächlich auch schon mir. Ich hole jetzt einmal den Herrn Ehling dazu. Hallo, Herr Ehling, willkommen bei uns. Hallo, liebe Zuschauer. Ich freue mich, dass ich heute was erzählen darf und bin begeistert bei fast 500 Anmeldungen. Ja, trotz Sonnenwetter, oder? Tipptopp. Trotz Sonnenwetter, das ist eine stolze Leistung, ja. Das würde ich da auch sagen. Und bevor es jetzt losgeht, wer aufgepasst hat, weiß jetzt, wir versuchen so ein bisschen Input zu liefern. Jetzt einmal Menti aufrufen. Wir haben nämlich eine erste Eisbrecherfrage an Sie. Und zwar die ersten, das haben ja schon ganz viele abgestimmt. Ich habe hier ein Streberpublikum, vielen Dank dafür. Wer noch nicht abgestimmt hat, unsere Frage lautet, haben Sie schon eine Website? Ja, nein oder ist die vielleicht in Planung? Und Sie nehmen heute auch dafür ganz viele Tipps und Tricks rund um WordPress mit. Also gerne einfach mal kurz abstimmen. Ich sehe schon, die meisten haben schon eine Website. Überrascht mich jetzt persönlich nicht so. Wie sieht es mit Ihnen aus, Herr Ehling? War eigentlich so ein bisschen abzusehen, oder? Das war aber schon abzusehen, aber ich gehe mal davon aus, dass die meisten Teilnehmer entweder den Gedanken haben, einen Relaunch zu machen oder aber halt ihre vorhandene Webseite zu verbessern. Ja, und ich glaube, dafür sind wir heute da. Also wir werden heute wahnsinnig viele WordPress-Tipps, Tricks und strategische Anforderungen mitnehmen. Und ich sehe schon, es haben wahnsinnig viele Leute abgestimmt. Vielen Dank an der Stelle schon mal. Ich werde mich jetzt auch einmal von der Bühne holen und wir gehen jetzt direkt in die Präsentation vom Herrn Ehling. Aber aufmerksam bleiben. In der Mitte kommt nochmal eine kleine Umfrage für Sie, wo Sie gerne teilnehmen dürfen. Und was bleibt mir anderes zu sagen als Herr Ehling, Ihre Bühne. Und liebe Teilnehmer, ich wünsche Ihnen ganz viel Spaß beim Zuhören. Ja, wunderbar. Ich freue mich. Erzähle ich mal kurz ein bisschen was zu meiner Person. Ich komme aus dem Brüder Grimmstadt Hanau, bin dort selbstständig unterwegs als Entwickler, als Dienstleister rund um das Thema WordPress. Da bin ich in Kontakt gekommen im Jahr 2006 und seitdem ist das mein liebstes System für Content Management, für Webseiten und so weiter. Ja, ich habe ein Social-Media-Studium zwischendurch noch gemacht, spreche ein paar Sprachen wie Hessisch, Kölsch und einige Programmiersprachen. Und programmieren tue ich seit dem Jahr 1995. Kommen wir mal zu unserem ersten Teil. Ich gebe mal einen kurzen Überblick über Baukästen und Content-Management-Systeme sowie Strategie und so weiter. Was ist am Anfang zu beachten? Welche Strategie muss man angehen? Was muss man überdenken? Was man sonst so nicht auf dem Schirm hat, wenn man damit nicht tagtäglich zu tun hat. Fangen wir an mit den Zahlen zu WordPress. Zurzeit, Stand Januar diesen Jahres, sind 40% aller Internetseiten im Internet mit WordPress betrieben. Die Zahl steigt stetig. Es ist mit zum großen Anteil der Content-Management-Systeme mit 64% vertreten, eins der beliebtesten Systeme. Und es scheut halt auch nicht, umfangreiche Shop-Systeme anzugehen mit dem Shop Online-Shop-Plugin WooCommerce werden bei den 1 Million erfolgreichsten Online-Shops 22% auf Basis von WordPress betrieben. Die Online-Plattform w3techs.com schätzt, dass bis zum Jahr 2025 mindestens 50% aller Webseiten auf WordPress-Basis laufen. Ich gehe davon aus, dass wir es schon etwas früher erreichen werden. Spätestens nach dem Online-Webinar werden es vielleicht hoffentlich ein paar mehr sein. Der Verwendungszweck von WordPress. WordPress war ursprünglich eine reine Blog-Software zum Schreiben von Online-Blogs.
Das hat sich in der Zeit relativ schnell gewandelt. Dadurch, dass WordPress durch Plugins unheimlich flexibel ist und Funktionalitäten sich in erdenklichster Weise hinzufügen lassen, hat sich das halt gemausert und ist halt mittlerweile ein Schweizer Taschenmesser, was die Verwendung angeht. Das geht dann von kleinen Visitenkarten für den Handwerker, der einfach nur seine Dienstleistungen dort präsentiert, plus ein kleines Kontaktformular, bis hin auch zu größeren Portalen. Es gibt einige Newsportale, es gibt Online-Shops in jeglicher Größe, die auf WordPress basieren. Da sind keine Grenzen gesetzt. Auch Webseiten mit unheimlich viel Traffic können mit dem passenden Webhoster auf WordPress-Basis auch wunderbar funktionieren. Ich habe mal ein Beispiel präsentiert, was ziemlich bekannt sein dürfte. Die Seite des Weißen Hauses ist komplett basierend auf WordPress. Und die muss natürlich auch unheimlich viel Traffic abfangen, ist entsprechend auch gut geschaltet und barrierefrei. Und das ist alles mit WordPress realisiert worden. Da zum Beispiel jetzt mal als Beispiel, die Tagesschau hat einen eigenen Blog, der ist auch auf WordPress-Basis. Das ist so dieser ursprüngliche Verwendungszweck, den man da nutzt. Wann ist WordPress die richtige Wahl? Das ist immer so die Anfangsfrage, nutzt man WordPress? Wann macht das Sinn? Also, sobald man, ich sag mal, mehr als eine einfache Visitenkarte haben will oder später auf jeden Fall die Webseite um Funktionen erweitern möchte, sprich also man startet klein mit einer Visitenkarte und baut sie dann nach und nach aus, der wäre mit WordPress auf jeden Fall gut beraten. Da lässt sich das dann schon die Strategie so wählen, dass man die Inhalte entsprechend nahtlos einfügen kann, ohne die gesamte Seite neu aufzubauen. Es eignet sich natürlich auch für Personen, die Kontrolle über ihre Daten haben möchten, weil das, was sie dort auf Inhalte in WordPress einfügen, das liegt in dem System bei ihrem Webhoster. Wenn Sie jetzt Homepage-Baukästen nehmen, dann liegen diese Daten dort bei dem jeweiligen Anbieter. Das kann mit unter anderem auch ein nicht deutscher Server sein. Das kommt auf den Anbieter an. Aber wenn der sich zum Beispiel einmal abschaltet, dann könnten die Daten alle weg sein. Bei WordPress, sie sichern die Daten und die Daten sind auf jeden Fall immer da. WordPress bietet natürlich auch noch den Vorteil, Sie können eigenständig Ihre Inhalte pflegen, weil das System für die Inhaltspflege relativ einfach ist. Wenn Sie ein Word-Dokument aufmachen können und einen Brief schreiben können, dann können Sie auch den Inhalt relativ schnell pflegen von einer WordPress-Seite. WordPress ist auf jeden Fall ein Mittel der Wahl, wenn Sie etwas Umfangreicheres planen. Ja, angefangen aufwendige Formularsysteme, sprich also alles, was über das einfache Kontaktformular hinausgeht, Bestellformulare bis hin zu Online-Shops oder über Portalfunktionen, sprich Sie wollen zum Beispiel ein eigenes kleines Magazin starten oder dergleichen, dann ist WordPress auch ein wunderbares Werkzeug dafür. Homepage-Baukästen sind per se nicht schlecht, sie haben aber einen großen Nachteil. Weil sie starten in der Regel bei diesen Homepage-Baukästen kostenlos. Das haben die alle gemeinsam. Aber um im Internet erfolgreich zu sein, bedarf es auch ein paar technischer Funktionen. Die sind bei den meisten Homepage-Baukästen in dieser basiskostenfreien Version nicht vorhanden. Das geht über Marketing-Tools, über bestimmte SEO-Funktionen, dann Online-Shop-Funktionalitäten bis hin zu Themen, die auch das deutsche Rechtssystem betreffen. Da ist natürlich dann so das Problem, dass man da natürlich dann kostenfrei ganz schnell an die Grenzen kommt
und die Homepage-Baukästen dann anfangen, Geld haben zu wollen. Ich habe mir mal ein paar durchprobiert, um vergleichbare mögliche Funktionen zusammenzusuchen, was notwendig ist, um im Internet erfolgreich zu sein. Und da war es dann halt in der normalen Internetseite schon 350 bis 470 Euro pro Jahr, die da an Kosten aufkamen, nur für den Betrieb dieser Homepage-Baukastenseite. Online-Shop-Funktionen wird dann noch teurer, und zwar erheblich teurer. Da hat man einmal die Fixkosten plus dann noch Transaktionsgebühren, die obendrauf kommen seitens des Homepage-Baukastenanbieters. Das ist natürlich dann schon eine Sache, die sich dann auch unheimlich läppern kann, was man dann am Jahresende unterm Strich stehen hat. Dann sind natürlich bei den Homepage-Baukästen auch unheimlich Grenzen gesetzt. In der Regel haben sie da vorgegebene Designs, die sie dann selber etwas anpassen können, aber nicht so frei, wie sie es gerne hätten. Auch individuell Anpassungen durch einen Dienstleister sind bei den meisten Homepage-Baukästen gar nicht möglich. Das bietet das System einfach nicht. Da ist WordPress auch wieder ein Vorteil. Man findet sehr viele Dienstleister, auch im deutschsprachigen Raum, die entsprechend individuelle Anpassungen nach ihren Wünschen machen können. Man muss unterscheiden zwischen WordPress.com und WordPress.org, weil einem der Begriff in der Regel nicht so geläufig ist. WordPress.com ist ein Hosting-Produkt, im Prinzip von der Funktion her wie ein Baukastensystem, nur dass das Ganze auf WordPress-Basis läuft und dahinter stehen die Entwickler von dem WordPress-System selber. Die bieten halt auch einige Funktionen an. Da ist wiederum das Problem, das sind amerikanische Server und da laufen auch sehr viele Analyse-Skripte mit. Da kommen wir natürlich beim DSGVO schnell an rechtliche Grenzen. WordPress.org ist die Seite, wo Sie das Content-Management-System selber runterladen können. Dort ist auch das offizielle Plugin-Verzeichnis hinterlegt. Und dort bekommt man die Themes, die, sprich das Seitendesign her. Jetzt kommen wir zum wichtigsten Punkt, bevor ich an die Neuerstellung oder einen Relaunch an eine Webseite rangehe. Die Strategie. Ich habe mich versucht, da etwas kurz zu fassen, obwohl die Strategie sehr umfangreich ist. Sollten da Fragen aufkommen, gerne im Nachgang nochmal ein paar Fragen reinschießen. Ich erkläre das gerne dann im Detail. Die Strategie hat 6 Schritte. Ja, geht über Vision, Audit, Konzeption, Planung, Umsetzung, Messen. Da habe ich mich verdoppelt. Starten wir mit der Vision. Die Vision, da muss man die Ziele der Webseite formulieren. Ich gebe Ihnen den Rat, setzen Sie sich wirklich mit einem Stift und einem Zettel an den Tisch und schreiben Sie sich das auf. Lassen Sie sich durch den Kopf gehen, welche Ziele Sie erreichen wollen. Nutzen Sie dazu die SMART-Formel. SMART ist der englische Begriff, stated, festgeschrieben, measurable, messbar, achievable, erreichbar, realistisch, time, zeitlich festgelegt. Legen Sie sich Ziele fest, die nach dieser Formel sind. Ziele für die Internetseite können vielfältig sein. Zum einen, Sie können Neukundengewinnung damit erreichen wollen. Dann haben Sie die Möglichkeit, Ihr Branding, Ihr Unternehmensimage dort auszubauen, Umsatzsteigerung, Abgrenzung von Wettbewerbern. Wenn man sich natürlich hervorheben will, dann sollte man entsprechend natürlich auch sich mit einer Internetseite, die entsprechend auch gut ist, dann von seinen Wettbewerbern abgrenzen können. Aber auch die Kundenbindung. Kundenservice, zum Beispiel eine Internetseite mit einem Supportbereich für die Produkte, für die Dienstleistungen, die Sie anbieten, bietet sich da an.
Ich habe jetzt mal ein Beispiel genommen. Also nach dieser Smart-Formel setzen Sie sich wirklich dann hin und sagen, bis zum 31.12.2021 will die Müller GmbH über eine Webseite die Zielgruppe über die Produkte und Dienstleistungen informieren. Des Weiteren soll die Webseite einen Servicebereich, um bestehende Kunden einen First-Level-Support zu bieten. Das ist nach der Smart-Formel erstellt und das ist jetzt als Beispiel Ihr Ziel. Von der Vision geht es dann über in das Audit. Da steht die Analyse Ihres Unternehmens an. Dabei sollten Fragen mit der SWOT-Analyse beantwortet werden. Da geht es nach Stärken, Schwächen, Chancen und Gefahren. Ich habe mal ein paar Beispiele aufgeführt. Stärken. Was sind Ihre Stärken? Kundenorientiertes Design und Messaging auf der Webseite. Effektive Handlungsaufforderung. Intuitive Navigation und Suche. Das sind natürlich Punkte, wenn Sie die schon haben, ist das schön. Aber bei den meisten, die sich mit dem Relaunch beschäftigen oder einer Neuerstellung einer Webseite, müssen wir diese Ziele entsprechend, diese Stärken entsprechend schaffen. Dann schauen wir uns die Schwächen an. Veraltetes Design, also sprich im schlimmsten Fall eine Internetseite aus den 90ern mit blinkenden Hintergrundfarben, lustigen kleinen animierten Katzenbildchen, die da durchs Fenster hüpfen. Das ist natürlich heute, was man nicht mehr unbedingt sehen möchte, vor allem nicht als Kunde bei einer Webseite. Natürlich, die Schwächen können natürlich sein, wenn Sie eine Handlung haben wollen vom Kunden, sprich, der soll mit Ihnen Kontakt aufnehmen, der soll ein Produkt kaufen, dann muss er natürlich auch entsprechend dazu aufgefordert werden. Wenn das nicht vorhanden ist, diese Handlungsaufforderung, dann bringt das Ganze natürlich so nichts. Chancen. Chancen in der Digitalisierung gibt es ja sehr viele. Wir können unheimlich viele neue Technologien nutzen, die die Benutzererfahrung unserer Webseite zum Beispiel erhöht. Wir können neue Märkte erschlossen noch nicht erschlossen sind. Wir können uns in Nischen positionieren. Webseiten sind auch unheimlich gut, um sich mit einem bestimmten Produkt, was nicht alltäglich ist, sich in Nischen zu positionieren. Was sind Gefahren? Konkurrenten, die natürlich ihre Internetseite super toll finden und Inhalte kopieren, bis hin zu fast der gesamten Seite kopieren, Entstehung von neuen Wettbewerbern und natürlich auch neue Gesetze und Vorschriften. Da ändert sich ja auch immer etwas. Als Beispiel das Thema DSGVO hat allein bei der Webseitenbesucheranalyse unheimlich viele Riegel davor geschoben, was man machen darf, mal eben und was nicht. Und da muss man natürlich das auch immer auf dem Schirm haben. Schritt Nummer 3 beschäftigt sich dann mit dem Konzept. Wen wollen Sie ansprechen? Ja, wer ist Ihre Zielgruppe? Und wie sprechen Sie diese Zielgruppe an? Ja, erstellen Sie dazu Personas. Wer ist Ihr Kunde und welche Merkmale hat er? Ja, wenn Sie jetzt zum Beispiel die Zielgruppe Interessenten haben, wer ist ein potenzieller Kunde? Dann erfassen Sie demografische Merkmale, geografische Merkmale. Ja, weil es könnten ja Ihre Zielgruppe könnten ja sein, Frauen im Alter von 24 bis 65 und nur aus Deutschland, weil sie nur den deutschen Markt beliefern. Schreiben Sie sich eine solche Persona mit den ganzen Eigenschaften, wer Ihr potenzieller Kunde ist. Gruppieren Sie das dann zu dem Thema Interessenten, dann mit Verbindung mit dem Beispiel von der Müller GmbH am Anfang, im Servicebereich. Sie wollen Kundenbindung machen, dem Kunden auch einen Mehrwert auf Ihrer Webseite bieten. Und wenn Sie da einen Servicebereich haben, wer ist mein Kunde? Welchen Grund hat der Kunde, einen Kontakt aufzunehmen oder auf Ihrer Webseite zu schauen?
sucht er zum Beispiel, wenn Sie Elektroartikel verkaufen, nach Bedienungsanleitung? Oder hat er ein Problem mit dem Produkt, eine Frage zu dem Produkt? Da kann man natürlich dann solche eine Persona erstellen, die sich mit diesen Fragen um bestehende Kunden will. Wer Menschen erreichen will, braucht Personas. Man muss wissen, mit wem man kommunizieren möchte. Von der Konzeption gehen wir rüber in die Planung. Mit der Planung werden die Erkenntnisse aus der Analyse und der Konzeption verarbeitet. Dann, welche Inhalte muss resultierend darauf die Webseite haben? Welche Funktionen sind notwendig? Viele Funktionen muss man nicht unbedingt haben, weil sie schön und neu sind. Sie müssen halt zu den Zielgruppen passen und von den Zielgruppen auch genutzt werden. Mit WordPress kann man natürlich unheimlich viele Funktionen hinzufügen, in der Regel auch relativ kostengünstig bis hin kostenfrei, sodass die Erweiterung auch im Nachgang möglich ist. Von der Planung geht es dann rüber in die Umsetzung. Mit dem kleinen Paket, was wir uns da schon dann zusammengesucht haben an Informationen, geht es natürlich dann jetzt an die Umsetzung. Erstellen Sie einen Zeitplan, auch einen verbindlichen Zeitplan, mit kleinen Schritten. Wann Sie die WordPress-Seite zum Beispiel online haben wollen, und diese kleinen Schritte sind von Umsetzung von Inhalten, von einzelnen Funktionen und so weiter. Lieber kleinere Schritte als ein großer, da haben Sie auf jeden Fall den Überblick, und wenn Sie merken, dass es bei einigen Schritten hapert, wissen Sie auch, wann zum Beispiel der Zeitplan in Gefahr sein könnte. Die Umsetzung ist auch auf jeden Fall ein agiler Prozess, der kontinuierlich natürlich geprüft werden muss, wann welcher Zielwert erreicht wurde. Von der Umsetzung geht es dann zum Messen. Und da liegt nämlich dazwischen schon, dass Ihre Webseite live gegangen ist. Das Messen ist das Wichtigste, was Sie überhaupt machen müssen mit einer Internetseite. In einem Ladenlokal haben Sie es eigentlich relativ einfach. Die Tür geht auf, der Kunde kommt rein, schaut sich um. Sie können verfolgen als Verkäufer, wo der Kunde am Regal steht, was er sich genau anguckt. Und entsprechend können Sie dann ableiten, wo die Kunden das meiste Interesse haben. Wenn Sie ein Produkt dann ganz unten haben im Regal, wo die Leute sich immer bücken müssen, machen Sie ja dann beispielsweise, wenn das ganz interessant ist bei den Kunden, dass Sie es dann irgendwann rausholen, höher legen, dass die Kunden es sofort sehen können. Und das Gleiche kann man natürlich dann auch sagen für eine Webseite. Nur, dass Sie da den Kunden so nicht sehen können. Das heißt, Sie müssen messen. Mit den verschiedenen Tools ist das möglich. Wie ist Ihre Internetseite aufgestellt? Was machen die Besucher auf Ihrer Seite? Und anhand dieser Erkenntnisse können Sie dann Verbesserungen herbeiführen. Und wir fangen quasi wieder vorne mit der Strategie von vorne an. Weil die Strategie ist ein stetiger Kreislauf, die sich immer wieder neu anpassen muss. Eine Internetseite zu erstellen heißt nicht, man feuert sie ab und das war's dann. Da muss man natürlich immer ein Auge drauf haben und das sollte man immer auf dem Schirm behalten, dass man das immer wieder mal kontinuierlich prüft. Sie müssen das nicht tagtäglich machen, in gewissen Turnusabschnitten, quartalsmäßig etc., da kann man sich das dann mal anschauen und daraus dann neue die Strategie entsprechend anpassen. Das war der relativ trockene erste Teil. Die Strategie ist, ich habe es mal recht kurz gehalten. Wie schon gesagt, wenn Sie da Fragen zu haben, können Sie die gerne stellen. Ich werde jetzt wieder an die Frau Heinz mal kurz übergeben. Wir machen dann mal eine Minute kurze Pause und dann fahren wir fort mit dem zweiten Teil. Wunderbar. Aber bevor es losgeht, würde ich gerade noch einmal sagen, wir starten nochmal eine Umfrage, Herr Ehling, oder? Und wir wollen, wir wollen doch ein bisschen Action hier reinbringen. So, wie geht's denn weiter? Wir wollen von Ihnen wissen, vor welcher Herausforderung stehen Sie denn bei der Erstellung Ihrer Website? Und ich sehe schon, einige haben mitgemacht, aber noch nicht alle.
Also sehr gerne tippen Sie einfach ein Wort ein oder einen kurzen Satz. Was liegt Ihnen wirklich auf der Seele und vor welchen Problemen oder Herausforderungen stehen Sie? Ich sehe schon, Herr Ehling, uns wundert es wahrscheinlich nicht. DSGVO ist so ein Unwort, das uns, glaube ich, immer begleitet. Das ist relativ groß. Das Thema Relaunch tatsächlich hatten Sie schon richtig erkannt. Dann das Thema Metadaten, Verbesserung. Das ist ganz spannend, ne? Es bewegt sich so viel. So, wir lassen Sie mal noch so ein bisschen tippeln. Und ich sehe schon, aber Customize versus Widgets ist so ein bisschen ein Thema. Design, Technik, SEO natürlich, Newsletter-Thema. Für alle, die das Thema Newsletter interessiert, am 10.3. haben wir ein kostenloses Webinar zum Thema Newsletter-Marketing. Da können Sie sich gerne anmelden. Da gibt es auch wahnsinnig viele interessante Tipps und Verbesserungsvorschläge auch einfach, wie Sie Ihren Newsletter und E-Mail-Marketing mal durch die Decke bringen können. Wow! Aber ich glaube, das reicht schon mal als ganz kurze Idee. Also das Thema Relaunch, Thema SEO, Thema Design scheint sehr wichtig zu sein. Und damit beschäftigen wir uns jetzt ja unter anderem auch im zweiten Teil. Und im zweiten Teil wird es noch so ein bisschen technisch. Es geht ja auch heute darum, wie Sie Ihre eigene Website mit WordPress erstellen. Und der Herr Ehling haut da jetzt noch so ein paar Tricks raus aus der Manteltasche, ne? Dann würde ich einmal weitergehen und Herr Ehling, sehr gerne mit dem zweiten Teil mache ich Ihre Präsentation wieder einmal rein. Und vielen Dank fürs Mitmachen. Das ist ja sehr irre, was hier abgeht. So, kurze Pause, kurze Verschnaufpause. Ich bin begeistert, wie viel da schon gerade aktiv mitmachen. Gehen wir jetzt mal über in das Eingemachte. Was brauchen wir alles für WordPress, für eine ordentliche WordPress-Seite aufzustellen? Da gebe ich dann mal jetzt ein paar Anlaufpunkte, wie man was machen kann, Anlaufstellen. Und da fangen wir dann an mit dem Webhosting. Das Webhosting ist natürlich eine unheimlich wichtige Sache, weil Ihre Webseite muss ja irgendwo hinterlegt werden. Da ist der Vorteil von den Homepage-Baukästen. Um dieses Thema müssen Sie sich selber keine Gedanken machen. Das machen die. Wenn Sie eine WordPress-Seite selber betreiben wollen, dann müssen Sie einen Webhoster raussuchen. Und es gibt dann so Mindestvoraussetzungen bei WordPress, die erfüllt sein müssen. Wenn Sie sich dann später die Präsentation anschauen, kopieren Sie sich einfach diesen Text hier raus und vergleichen das mit dem Webhoster Ihrer Wahl und sollte dann entsprechend der passende dann danach gesucht werden. Ganz wichtig ist HTTPS-Unterstützung. Das bedeutet, dass bei Ihrer Domain ein SSL-Zertifikat eingebunden wird. Das ist alleine schon wegen dem Thema DSGVO unheimlich wichtig, weil wenn Sie schon ein Formular haben, wo ein Kunden Daten eingeben und absenden kann, muss die Seite abgesichert sein. Ansonsten haben Sie schon rechtliche interessante Probleme, die dann auftreten können. Zu diesem von WordPress selber empfohlenen Mindestvoraussetzungen gebe ich Ihnen noch an die Hand. Und zwar sollte mindestens 128 MB Memory Limit vorhanden sein. Das ist der, man könnte sagen, der Arbeitsspeicher, der Ihnen zur Verfügung steht. Es läuft auch mit weniger, aber wenn Ihre Seite mehr Traffic bekommt oder Ihre Seite umfangreicher wird, wird das mit weniger schon grenzwertig. Dann brauchen Sie einen HTTP-Access-Zugriff. Es gibt immer noch Webhoster in Deutschland, die eine Bearbeitung dieser Datei nicht zulassen. Das sollte auf jeden Fall vorhanden sein. Und natürlich darauf achten, Serverstandort in Deutschland. Servern, braucht man unbedingt einen eigenen Server? Nein, weil Sie in der Regel bei einem Webhoster sich mit anderen einen Server teilen. Ja, das nennt man Shared Hosting. Da sollten Sie bei der Auswahl Ihres Webhosters darauf achten, dass der Ihnen klare Aussagen macht, wie viele andere Kunden sich mit Ihnen einen Server teilen. 20, 50 Personen, Kunden,
bedeutet, dass die x-beliebige Webseiten haben und dann summiert sich das ganz schnell mal auf 200, 300, 400 Webseiten auf diesem Server. Das sollten Sie im Auge behalten. Es gibt natürlich dann Anbieter auf dem deutschen oder internationalen Markt, die weitaus mehr Kunden auf einen Server packen. Und da kommen wir wieder in das Thema User Experience. Wenn die Webseite aufgerufen wird von einem Besucher, dann kann es sein, wenn Sie einen Server haben, der zugepackt ist mit ein paar tausenden Webseiten, dass der extrem langsam wird. Hat natürlich dann auch Einfluss auf die Suchmaschinenoptimierung. Wenn Google merkt, dass ihre Seite in 10 Sekunden erst geladen ist, dann kann der Inhalt von ihrer Seite noch so toll sein, aber in dem Fall würden sie etwas weiter hinten landen in der Google-Suche. Einen eigenen Server brauchen Sie nur dann, wenn Sie große Portale oder Shops betreiben wollen. Und sie auch hundertprozentig sichergestellt haben wollen, dass da die Performance stimmt. Deswegen reicht am Anfang im Regelfall Shared-Hosting vollkommen aus. Die 5-Minuten-Installation. WordPress hat früher mal mit diesem Spruch, ich weiß nicht, ob das immer noch so ist, WordPress in 5 Minuten installiert. Das hat erweckt immer so ein bisschen den falschen Eindruck, dass WordPress in 5 Minuten fertig ist. Das WordPress ist allerdings nur in den 5 Minuten installiert in der Grundversion. Und das geht sogar auch noch schneller. Aber dann haben Sie nacktes WordPress mit dem Standarddesign und den Standardfeatures. Damit können Sie aber noch nicht wirklich was anfangen. Um es zu bekommen, habe ich Ihnen da mal unten den Link reingefügt. Das ist die offizielle WordPress-Seite, wo Sie Ihr WordPress herunterladen können, um es auf den Webhoster, auf dem Webspace dort zu übertragen. Nehmen Sie nur WordPress-Installationen vor mit Dateien aus dieser Quelle. Die Installation selber ist relativ einfach. Ein paar einfache Schritte mit Eingabe von ein paar Daten, die Sie von dem Webhoster dann automatisch haben, ist relativ selbsterklärend. Nun wollen wir natürlich nicht das blanke WordPress haben, sondern Sie müssen, sollen es natürlich auch erweitern können. Dafür gibt es dann Plugins und Themes. Ein Theme ist das Design der WordPress-Seite und mit den Plugins erweitern Sie die Funktionen der WordPress-Seite beziehungsweise damit auch Funktionen von Themes steuern können. Als wichtigste Quelle ist genannt das Plugin-Verzeichnis und Theme-Verzeichnis von WordPress.org. Dort sind zurzeit über 3.900 Designs, die man sich herunterladen kann, was kostenfrei ist, und über 58.000 Plugins. Der Vorteil ist, wenn Sie das von dort beziehen, Entwickler, die ihre Plugins und Themes hochladen, werden vorab geprüft, ob die Sachen eingehalten wurden, die von WordPress selber vorgegeben sind an Entwickler, um auch eine gewisse Sicherheit zu geben. Des Weiteren sehen Sie, wie alt dieses Theme ist, beziehungsweise das Plugin ist, wann es zuletzt abgedatet wurde. Da müssen Sie immer wieder auch ein Auge drauf werfen, dass natürlich Sie kein Plugin verwenden, was vielleicht 5 Jahre alt ist, mit einer ganz wichtigen Funktion, weil es kann natürlich sein, dass das ganz schnell rausfliegt, weil es einfach nicht mehr den Anforderungen entspricht. Das sind die kostenfreien Bezugspunkte. Dann gibt es natürlich auch Möglichkeiten, Premium-Funktionen hinzuzufügen oder Plugins oder Themes auf Lizenzbasis. Da gibt es verschiedene Varianten. Die Variante 1 zum Beispiel ist, Sie zahlen ein einmaliges Entgelt für den Kauf mit allen zukünftigen Updates. Ja, weitläufig ist es da so die Bezeichnung Lifetime mit deklariert. Als Beispiel, es gibt in Deutschland ein WordPress-SEO-Plugin, das WP-SEO. Das kostet nur einmalig 39 Euro. Damit unterstützen Sie quasi den Entwickler an der Fortführung dieses Plugins oder des Themes.
Dann ist die weitere Variante, sie bezahlen einen festen Zeitraum. Das heißt, sie bezahlen zum Beispiel 6 oder 12 Monate und in diesem Zeitraum bekommen sie kostenfrei alle Updates geliefert. Ist die Lizenz abgelaufen, läuft die Webseite erstmal in der Regel ganz normal weiter, aber sie bekommen keine Updates. Das kann dann natürlich irgendwann auch ein Problem werden, weil durch Updates von WordPress werden neue Funktionen bereitgestellt, alte Funktionen weggenommen. Da kann es dann auch passieren, dass irgendwas mal nicht mehr kompatibel ist. Premium Themes holt man sich entweder bei bekannten Entwicklern. Bekannt heißt, wo mehrere Quellen drauf referieren und sagen, okay, das ist eine super Sache. Oder, um auch einen Überblick zu bekommen, gibt es große Portale, die Themes in Premium mit Premium-Funktionen übersichtlich darstellen und in unterschiedlichen Designs, Funktionen, Möglichkeiten. Da kann man sich sehr auch wunderbar vorab schon mal einen Überblick verschaffen, was vielleicht alles möglich ist und an Funktionen, an Designs und kann da schon mal ein bisschen Gedankenspiel machen, was in die Strategie einfließt. Ich habe Ihnen da zwei Bekannte mal als Verlinkung mit reingesetzt, wo ich sagen kann, also das, was Sie dort bekommen, ist soweit in Ordnung. Empfohlenes Themes, ein empfohlenes Design für den Anfang. Ja, wenn Sie jetzt ein kostenfreies nehmen oder nicht, das ist eigentlich relativ, wenn Sie sich da für eins entschieden haben, sollten Sie halt darauf achten, dass dieses, wie ich schon erwähnt hatte, regelmäßig Updates erhält. Mit fortschreitender Version von WordPress kommen halt, wie gesagt, neue Funktionen hinzu und da muss natürlich das Theme als das elementare Aushängeschild Ihrer WordPress-Seite natürlich voll funktionsfähig sein. Sollte da irgendein Theme vorhanden sein, was jetzt 5 Jahre alt ist, lassen Sie die Finger weg. Das wird nicht funktionieren. Bei den Themes müssen Sie auch darauf achten, ein Theme ist das Design-Grundgerüst von Ihrer Seite, ja, und bietet die Anker für die Funktionen. Es gibt Themes, das sind Schweizer Taschenmesser. Ja, und zwar wirklich das Größte, was Sie kriegen können. Entsprechend ist das auch mit einem großen Gewicht. Wenn Sie diese Funktionen nicht benötigen, dann lassen Sie auch da die Finger von oder schauen Sie nach, ob Sie diese Funktionen in diesem Theme abschalten können. Ja, weil das beeinflusst dann später Ihre Ladezeit. Und das Thema hatten wir ja gerade schon. Das ist natürlich dann wieder ein Negativfaktor, den wir nicht haben wollen. Ich habe Ihnen unten mal 2 Links reingesetzt. Einmal ein sehr schönes kostenfreies Theme aus dem WordPress-Verzeichnis. Und wenn es dann doch etwas Geld kosten darf, dann ist das Premium Theme von Cadence. Das ist ein Entwickler aus den USA, den ich uneingeschränkt empfehlen kann. Welche Plugins braucht man am Anfang? In der Regel eigentlich erstmal gar keins. Aber Sie wollen natürlich Ihre Webseite natürlich mit Funktionen erweitern. Da ist aber ganz wichtig, weniger ist mehr. Jedes Plugin, was Sie bei WordPress reinladen, es ist super schnell installiert. Sie können aus dem WordPress-Backend heraus Plugins im Verzeichnis, im offiziellen suchen und direkt mit 2 Mausklicks installieren und aktivieren. Das ist natürlich die Gefahr, dass man sich unheimlich schnell sehr viele Plugins reinlädt, um einfach auch mal zu testen. Wichtig ist, das, was Sie nicht verwenden, und was Sie wirklich nicht brauchen, sollte aus der WordPress-Seite auch wieder komplett rausfliegen. Und zwar mit deaktivieren und dann auch löschen. Je mehr Plugins Sie verwenden, umso höher steigt auch die Gefahr, dass potenzielle Sicherheitslücken, die nun mal vorhanden sein können, ausgenutzt werden. Auch ist es möglich, bei deaktivierten Plugins solche Lücken auszunutzen,
Deswegen halten Sie da die Liste so kurz wie möglich. Ich werde dann auch immer öfters mal gefragt, was ist denn so die Anzahl der Plugins, die man maximal haben sollte oder mindestens nutzen sollte? Das lässt sich pauschal leider nicht beantworten. Das ist dann so wieder, wie ein Anwalt sagen würde, es kommt darauf an. Nämlich das, was Sie machen wollen, welchen Zweck Sie erreichen wollen und davon hängt das ab. Bei den Themes gilt das Gleiche wie mit den Plugins. Sie sollten nur das aktive Theme drin haben. Und wenn das nicht das Standard-Theme ist von WordPress, was jetzt gerade das aktuelle 2021 ist, sollten Sie zusätzlich dieses Theme drin haben. Wenn mal irgendetwas schiefläuft, irgendwas passiert, kann WordPress immer auf das Standard-Theme zurückgreifen und zumindest die kommen noch einigermaßen über ihre Seite. Alles andere sollte auch dort nicht mehr vorhanden sein. Die einzige Ausnahme, wenn Sie später sich mit WordPress etwas beschäftigen, gibt es die Möglichkeit von Themes, ein Child-Theme zu installieren. Das wäre dann quasi ein Duplikat von Ihrem Wunsch-Theme und damit hätten Sie drei. Das wäre aber auch in Ordnung. Bevor Sie irgendwelche großartigen Plugins zusammensuchen, ist das Erste, was ich Ihnen empfehle, die Datensicherung. WordPress sichert selber von Haus aus keine Daten. Das kann man aber mittels Plugin machen. Die lassen sich dann auch automatisieren, dass die Datenbank, die Dateien mehrfach täglich, mehrfach wöchentlich gespeichert werden. Das sollte auf jeden Fall gemacht werden. Der Webhoster macht in der Regel auch eine Datensicherung, aber das können Sie meisten bei den günstigen Webhostern selber nicht bestimmen, wann und wie oft das passiert ist. Da haben Sie die volle Möglichkeit. Auch haben Sie da die Möglichkeit, die Daten an anderen Orten abzulagern, an Netzwerkspeichern, die irgendwo anders liegen und so weiter. Das empfehle ich auf jeden Fall für den Anfang und allererstes, was Sie haben sollten. Dann brauchen Sie natürlich, um im Internet natürlich sich besser positionieren können, ein Plugin für SEO. Ja, ich habe Ihnen da mal zwei aufgeschrieben. Yoast SEO, das untere, ist das mit eins der bekanntesten. Und das RankMath SEO ist relativ neu auf dem Markt. Es gibt es in der kostenfreien Version. Das trifft übrigens auch bei beiden zu. Und es gibt welche mit Premium-Funktionen. Das RankMath hat einige Funktionen schon in der kostenfreien Version, was Sie zum Beispiel beim Yoast SEO Neo in kostenpflichtiger Version dazu kaufen müssen. Also wenn Sie zum Beispiel einen Online-Shop betreiben wollen, dann empfehle ich Ihnen auf jeden Fall RankMath SEO als SEO-Plugin. Der Vorteil ist auch, diese beiden Plugins führen Sie ganz gut durch das Thema. Es gibt sehr viel Dokumentation dazu. Das heißt, Sie können sich da auch selber in dieses Thema auch sehr gut einarbeiten. Und im Backend vom WordPress ist das auf jeden Fall intuitiv machbar. Dann hat natürlich in der Regel jede Webseite ein Kontaktformular oder irgendwelche andere Arten von Formularen. Es gibt Themes, da werden Formulare mit reingepackt. Das kann man, wenn es nur ein reines Kontaktformular ist, nutzen, wenn es ein wenig modifizierbar ist. Bei Themes ist meistens das Problem, wenn die ein integriertes Formularsystem haben, dass sie dort nicht das Ganze mit dem Thema DSGVO in Einklang bringen können. Das können Sie aber mit zwei Plugins, die ich da aufgelistet habe, eigentlich relativ gut hinbekommen. Die sind auch selbsterklärend und relativ simpel. Einmal das Contact Form 7 ist mit ein sehr verbreitetes, ein paar Millionen Installationen Kontaktformular. Damit lassen sich wunderbar einfache Dinge, Formularsysteme erstellen. Oder das Ninja Forms Contact Form. Das ist
auch ein sehr großes System mit über 1 Million aktiven Installationen. Beide sind auch wunderbar dokumentiert. Das heißt, sie können sich da auch sehr gut einlesen, bekommen durch ein sehr großes Forum auch entsprechende Hilfeleistung. Forum ist übrigens auch so das Thema, wenn Sie Plugins aus diesem WordPress-Verzeichnis herausladen oder Themes, ist zu dieser Plugin- oder Theme-Seite immer automatisch ein Support-Forum. Das heißt also, Sie können dort direkt bei Problemen den Entwickler anschreiben und Sie können natürlich auch in den vorhandenen Einträgen nachschauen, ob vielleicht das Problem, was Sie haben, schon mal dort gemeldet wurde, geschrieben wurde und können sich da entsprechend Hilfestellungen holen. Weiteres wichtiges Thema bei einer WordPress-Seite ist die Performance. Sie benötigen auf jeden Fall ein Performance-Plugin, Caching-Tool, was dafür sorgt, dass die Internetseite rasch lädt und Ihnen da entsprechend technische Unterstützung gibt. Das Thema ist technisch sehr komplex, für Laien auch nicht ganz zu nachzuvollziehen. Deswegen habe ich Ihnen mal hier 3 Plugin-Empfehlungen aufgeschrieben, die eine sehr gute Dokumentation haben, eine sehr gute Erklärung haben mit dem, was Sie dort machen und was dort passiert. Kleine Randnotiz, wenn Sie an Ihrer Seite arbeiten und haben etwas aktualisiert und schauen sich das dann nach dem Backend dann im Frontend an, auf der eigentlichen Seite selber, und Sie können die Änderung nicht sehen, immer mal schauen, ob es irgendwo einen Button gibt, um den Cache zu entleeren. Weil im Regelfall gibt es manchmal da auch so Darstellungsprobleme. Nun sind wir ja hier in dem wunderschönen Deutschland. Deutschland liegt in der EU. Wir haben viele Gesetze. Vor allem das Thema Datenschutz ist da ein wichtiges Thema. Das heißt, wir müssen natürlich einen Webseitenbesucher über unsere datenschutzrelevanten Dinge informieren. Da habe ich immer 3 Plugins aufgelistet, was entsprechend da gute Unterstützung bieten. Das Thema ist natürlich sehr umfangreich. Das BKSN greift dieses Thema ja auch immer wieder mal auf. Darf ich da auch ganz kurz reingrätschen, Herr Ehling? Wir hatten Anfang, vor 3 Wochen, am 27.01. ein Webinar zum Thema Datenschutz. Das finden Sie auch noch kostenlos direkt auf YouTube. Der Link läuft auch nicht ab, das ist immer noch anzugucken. Und Sie können einfach auf unserem YouTube-Channel das Datenschutz-Webinar, ging auch 1,5 Stunden, gerne angucken. Und es gab auch nochmal eine Q&A-Session mit Teilnehmerfragen im Nachgang. Auch das ist schon live. Also da können Sie sich ganz wunderbar dazu informieren. Und ansonsten melden Sie sich gerne bei Ihrer jeweiligen IHK, wenn es weitere Rechtsfragen gibt. Gut. Genau, also das BKSN hat da exzellente Hilfestellung. Datenschutz ist auch das, was das nächste Thema betrifft. Interaktionen auf der Internetseite mit Social Sharing. Das Einbauen eines Facebook, Pinterest, LinkedIn, was auch immer Buttons, was von den jeweiligen sozialen Netzwerken bereitgestellt wird, ist in der Regel als deutscher Webseitenbetreiber als ganz schlechte Idee zu betrachten, das einzubauen. Weil sie laden sich da eine Software quasi auf die Webseite, der Besucher wird quasi erfasst und wird dokumentiert von dem Server, wo das Skript herstammt. Sprich, also bei Facebook landen die Daten schon beim Besuch ihrer Webseite, landen die Informationen ihres Besuchers bei Facebook in Amerika. Entsprechend macht man da natürlich sowas nicht. Und wenn man natürlich Sachen teilen lassen möchte von Kunden, dann baut man sich da entsprechendes Plugin dazu ein. Da gibt es in meinen Augen das Empfehlendste, das ist der Sheriff Wrapper. Das deckt die meisten sozialen Netzwerke ab und ist in dem Fall vollkommen rechtskonform nutzbar. Wenn Sie natürlich in den Bereich E-Commerce gehen wollen, da kann ich Ihnen nur ein Plugin nennen. WooCommerce. Es gibt noch ein paar andere, die nicht so breit vertreten sind.
Aber WooCommerce ist das Plugin, was Sie nutzen sollten, weil es die entsprechenden Funktionen alles komplett intern mitbringt, was Sie zum Betreiben eines Online-Shops brauchen im internationalen Markt. Dazu benötigen Sie ein Plugin, was auf jeden Fall das Ganze ein wenig eindeutscht, sprich also deutsches Recht mit einfließen lässt. Und da gibt es dann zwei Varianten. Einmal das Germanized for WooCommerce oder auch einmal das German Market. Das sind beides empfehlenswerte Plugins, die Ihnen da helfen, dass das deutsche Recht beim Verkauf auf Internetseiten entsprechend eingehalten wird. Das Design. Das Design einer Internetseite ist genauso wichtig wie der Inhalt. Weil haben Sie tolle Inhalte, aber das Design ist so in der 90er, blinkende Hintergrundfarben, die einen schreiend wegrennen lassen, dann interessiert den Inhalt auch keiner. Die muss man natürlich entsprechend dann nach seiner Zielgruppe bereitstellen. Das Design muss natürlich auch auf verschiedenen Endgeräten konsumierbar sein. Ja, die meisten Themes, die Sie, oder in der Regel ist kein Theme mehr nicht responsive, sprich es passt sich an dem jeweiligen Endgerät an und es muss sich natürlich entsprechend gut darstellen. Ich habe Ihnen da mal drei Beispiele aufgezeigt. Das ist ein und dieselbe Webseite in den unterschiedlichen aufgerufenen Varianten. Ja, mobil sollte die Seite gut sichtbar sein. Da kann man dann auch mal auf gewisse Bildelemente verzichten, wie da zum Beispiel dieses Containerschiff, was dann fehlt. Auf dem Tablet sieht man dann schon mehr Informationen und der Desktop, der nutzt halt wunderbar dieses Hintergrundbild als gestalterisches Element. Text, Schrift. Da muss man natürlich auch mit aufpassen, dass man da natürlich nicht denkt, okay, wie kriege ich denn möglichst viel Text auf einen Bildschirm, dass der sofort sichtbar ist. Wenig Text, weniger Text zusammenpressen. Das heißt also, man sagt zum Beispiel, empfohlene Mindestgröße eines Textes ist 16 Pixel. Der Begriff Pixel, den werden Sie dann in dem Theme automatisch kennenlernen, falls Sie es noch nicht kennen. Das ist eine entsprechende Größeneinheit im Webdesign. Zeilen sollten einen Abstand von 1,5 haben. Ja, ich habe Ihnen da mal zwei Bilder reingepackt. Sie sehen das schon, das ist ein und derselbe Text. Der untere Bereich, da ist es nur minimal kleiner und schon können Sie es schlechter lesen. Und jetzt versetzen Sie sich natürlich in die Lage Ihres Besuchers. Der wird ganz schnell das Weite suchen, wenn das schwer lesbar ist. Sie sollten natürlich auch aufpassen, dass Sie nicht zu viel Text in einem Block runterrattern, sondern kurze Sätze schreiben, prägnante Sätze und arbeiten Sie auch entsprechend damit Absätzen. Sie sehen da auch ein Beispiel, wie lesbar das ist. Das ist dieser berühmte Lore Ipsum Textgenerator, der einmal so Text generiert. Und Sie sehen, die rechte Seite ist auf jeden Fall freundlicher zu lesen, auch wenn Sie den Text jetzt nicht verstehen werden. Dann haben Sie natürlich doch die Möglichkeit, den Text mit den Absätzen entsprechend aufzulockern mit Bildern, diese dazwischen fügen, daneben fügen. Das bietet WordPress ganz simpel. Das können Sie auch wirklich wie in einem Word-Dokument relativ schnell und einfach einbinden. Arbeiten Sie auf jeden Fall mit vielen Bildern, da natürlich dann auch die passend zu dem Text sind, entsprechend natürlich auch den Weg zu einer Handlungsaufforderung begleiten, Emotionen verursachen, der natürlich dann in dem Moment zu Ihrer Zielgruppe passt. Dann habe ich Ihnen mal ein paar Punkte aufgeführt. Links. Links sind natürlich wichtig für Ihre Seite. Sie können in einem Text natürlich auch einen Link reinsetzen, um auf andere Seiten, Unterseiten Ihrer Webseite zu verweisen.
Das sollte gut sichtbar und abgegrenzt sein. Ja, also andere Textfarbe, verwenden Sie möglichst auch eine solche Farbe, die nicht woanders für irgendetwas anderes verwendet wird, so dass der User, der Ihre Seite besucht, natürlich relativ schnell erkennt, das ist ein Link, den ich klicken kann, den ich verfolgen kann. Machen Sie das nicht, wird auch niemand diesen Link klicken. Suchfunktion muss nicht zwingend auf jeder Seite vorhanden sein. Das macht erst Sinn, wenn Sie viele Inhalte auf Ihrer Seite haben, die, wenn Sie Produkte haben, wenn Sie Unterseiten haben, die, wo lange Texte sind, wo auch ein gewisser Erklärungsbedarf da ist, dann machen Sie, binden Sie eine Suchfunktion ein. Sollten Sie eine einfache Seite haben, wo steht, wir sind, wir tun, wir machen und so können Sie uns kontaktieren, dann ist ein Suchformular im Regelfall nicht notwendig. Bei Buttons ist zumal, gilt das Gleiche wie mit Links. Buttons kann man irgendwo, wo es Sinn macht, einbauen und natürlich den Besucher zu einer Handlung auffordern. Der klassische Button kennen wir aus jedem Online-Shop, in den Warenkorb legen. Den kann man natürlich aber auch nutzen, um zum Beispiel auf einer Unterseite auf das Kontaktformular zu verlinken. Machen Sie natürlich auch eine Handlungsaufforderung in den Text des Buttons rein, um natürlich denjenigen dorthin zu lotsen. Und benennen Sie nicht das ganz schnöde mit Kontaktformular, sondern reden Sie mit dem Besucher. Die Navigation, die Menüleiste, sollten Sie in den Oberpunkten recht schlank halten. Die meisten Themes, die es bei WordPress gibt, haben die Möglichkeit, Oberpunkte zu erstellen in den Menüs und dann mittels zum Beispiel Dropdown-Menü Unterpunkte einzufügen. Die Verlinkungen können dann auf Seiten sein, können auf ausgehende Links sein, aber sorgen Sie dafür, dass Sie nicht oben eine Menüleiste haben mit 10 oder noch mehr Punkten, sondern so knapp wie möglich. Damit natürlich da nicht der Besucher überfrachtet ist. Weil in der Regel ist das Menü oben. Daran ist der Besucher auch gewöhnt. Das erwartet er auch. Und wenn er natürlich da schon erschlagen wird, geht das gar nicht. Genauso erwartet der Besucher heutzutage, dass oben ein Logo zu sehen ist. Ja, binden Sie Ihr Logo ein. Wenn Sie noch kein ansprechendes Logo haben, lassen Sie sich professionell eins erstellen und leiten Sie von diesem Logo zum Beispiel das Design der Seite ab. So, dass es auch prägnant dann oben im Header-Bereich, oben links zu sehen ist. Das fließt dann in das Unternehmensimage mit ein, Branding-Effekt. Und wenn Sie dann das dann weiterverwenden, dass das natürlich dann beim Kunden hängen bleibt. Gut gestaltete Webseiten. Also ich habe Ihnen da mal die Bilder, die ich am Anfang gezeigt hatte, mit diesem Responsive Web Design auf den unterschiedlichen Endgeräten, ist ein tolles Beispiel, was umgesetzt wurde. Das können Sie sich gerne mal angucken, wie das umgesetzt wurde. Ich habe Ihnen mal aufgelistet, so unterschiedliche Internetseiten mit den verschiedensten Themen und Größenordnungen, wo ich sage, okay, das ist toll umgesetzt, schauen Sie sich das mal an, schauen Sie das auch mal sich mit unterschiedlichen Endgeräten an, also Handy, Desktop-PC, dergleichen, wie das Ganze umgesetzt wurde und genutzt wurde. Wenn man sich mit WordPress beschäftigt, kommt auch unheimlich schnell der Punkt, ich brauche Hilfe, weil dann passiert irgendetwas, was nicht passieren soll. Man möchte etwas haben, was ich sonst so nirgendwo finde. Daher gibt es natürlich dann verschiedene Varianten, sich da entsprechend Hilfe zu holen. Es gibt natürlich dann die Möglichkeit, man holt sich einen Dienstleister für WordPress ran. Der Vorteil dadurch, dass WordPress so breit vertreten ist, man bekommt unheimlich viele Dienstleister. Und kann da entsprechend gut Hilfe bekommen. Es gibt aber bei WordPress auch unheimlich viele Internetseiten, die sich mit dem Thema beschäftigen.
die sich auch zum Beispiel gezielt mit einem bestimmten Problem beschäftigen. Das heißt also, wenn ich ein bestimmtes Problem habe, einfach die Suchmaschine anwerfen, das Problem mal suchen und in der Regel würde man auch schon relativ schnell fündig. Ich habe Ihnen mal da Beispiele genannt, deutsch- und englischsprachige Seiten, die sich mit dem Thema WordPress beschäftigen, entweder teilweise oder ganz und auch zu bestimmten Problemen oder Dingen dann Hilfestellungen bieten. Man kann natürlich auch das Support-Forum nutzen von dem jeweiligen Plugin, das Theme, wenn es aus dem WordPress-Verzeichnis ist. Wenn Sie natürlich ein Premium-Plugin oder das Theme gekauft haben, dann haben Sie in der Regel auch einen Support eingekauft. Das heißt also, Sie können sich an den Entwickler direkt wenden, der Ihnen dann entsprechende Hilfestellung bietet. Wenn es für jemanden doch noch etwas Handfestes sein darf, gibt es natürlich auch Bücher, die sich mit WordPress beschäftigen. Da ist es aber so, sie sind sehr schnell sehr alt. Also gerade aus der Druckerei raus, 2 Wochen später gab es eine neue Version. Das heißt also, die Bücher sind dann schon nicht mehr auf dem neuesten Stand. Ich sag mal, für das anfängliche Einlesen in das Thema ist es okay, aber nicht als dauerhafte Hilfe. Da sollten Sie natürlich auf schnellere, schnell angepasstere Themen auf Internetseiten zurückweisen. So, dann bin ich jetzt auch schon am Ende angekommen. Ich habe das versucht, Ihnen jetzt so knapp wie möglich ranzubringen, bin aber dennoch mal jetzt gespannt auf die Fragen, die jetzt aufgekommen sind. Und da gibt es jede Menge, Herr Ehling. Ja, wunderbar. Vielen Dank erstmal. Also ich glaube, das war ein guter Ritt von Strategie über Umsetzung bis auf Hilfe. Leider dürfen wir keine blinkenden Katzenvideos mehr einbauen. Bisschen schade. Aber es gibt tatsächlich jede Menge Fragen und trinken Sie gerne nochmal einen Schluck, Herr Ehling. Jetzt wird ganz viel geredet. Ich blende hier das schon mal ein und wir fangen auch direkt an mit der ersten Frage. Da geht es ums Thema Messbarkeit. Eins von Ihrem Smart, quasi ein Punkt. Welche Tools zum Messen sollte man denn verwenden? Genau, also wenn sich die Frage auf das Messen von der Strategie hinwendet, gibt es einmal 2 Sachen von Suchmaschinen. Einmal die Google Search Console, wo man die Internetseite anmelden und hinterlegen kann. Die bietet unheimlich viele Informationen. Und natürlich als nächster kleiner Reiter von Bing. Ja, Microsoft zugehörige Suchmaschine hat im Prinzip auch so etwas, ein Webmaster-Tool, wo man seine Seite hinterlegen und anmelden kann. Da gibt es schon unheimlich viele Informationen. Vor allem Google liefert da Informationen mit Suchwörtern, wie schon mal in der Suche dasteht, bis hin zu Darstellungsfehlern, wo Google sagt, in unseren Augen ist das nicht so toll. Nichtsdestotrotz sollte man natürlich auch seine Besucherströme messen. Da gibt es mehrere Anbieter. Mein Favorit ist allein auch schon wegen dem Thema Datenschutz Matomo. Matomo ist ein Gegenstück, wird es immer genannt als zu Google Analytics. Der Vorteil ist, man legt Matomo quasi wie WordPress bei seinem eigenen Webhoster ab. Das heißt also, die Daten, die ich erfasse, bleiben auch bei mir. Und da entsprechend sind natürlich dann Analysen möglich, welche Seiten wie oft benutzt werden, wenn man Kampagnen online schaltet, wie laufen diese. Also da kann ich definitiv Matomo empfehlen. Wunderbar, dann machen wir einmal weiter. Haben Sie einen Tipp, WordPress-Seiten zuerst offline zu erstellen und dann online zu stellen? Oder schrubbelt man dann quasi live rum? Das wäre ja das Pendant dazu. Man schrubbelt nicht live an einer Seite rum. Ganz wichtig. Also wenn Sie etwas tun an WordPress und Sie machen einen Fehler, dann kann natürlich auch schnell sein, dass die Darstellung nicht optimal ist. Und in dem Moment würde das ja ein Besucher sehen. Das wäre natürlich nicht optimal. Also wenn Sie eine neue Webseite erstellen, dann installieren Sie das WordPress, machen dazu eine Testdomain und erstellen es da. Und dann, wenn sie fertig ist, schalten Sie die erst live. Haben Sie schon eine WordPress-Seite bestehen, dann gibt es sogenannte Staging.
Plugins, die erstellen ein Duplikat ihrer Seite. Und das kann man quasi mit einer Subdomain irgendwo hinterlegen beim Webhoster und dann kann man in aller Ruhe rumdoktern und wenn da mal was schief geht, sieht das außer Ihnen keiner. Deswegen also immer so dran arbeiten, dass das niemand sieht. Wenn Sie natürlich jetzt nur ein Stück Text austauschen oder ein Bildchen austauschen, das geht auch bei einem Live-System. Aber keine Arbeiten am System, im Design, Plugins erweitern etc. nicht live machen. Super, dann machen wir einmal weiter. WordPress kann angeblich leicht gehackt werden, stimmt das? Ja, dazu hat das Biek neulich auch ein Zitat gebracht. Vielleicht für Sie, Herr Ehling, kurz zur Information. Da hatten wir einen SEO-Check und es ging auch um den Zugang WordPress / die typischen WP-Admin-Geschichten. Und da war auch der Hinweis unseres Beraters, Vorsicht mit solchen typischen Endungen, weil das System ja leicht erkennbar ist. Man kann ja schauen, ob die Seite mit Typo 3 oder mit WordPress erstellt wurde. Und da weiß man so die Endungen des typischen Login-Bereichs und es wäre deshalb sehr leicht hackbar. Was sagen Sie dazu? Leicht ist relativ. Ich kriege auch mit einem einfachen Schraubenzieher natürlich ein Fenster auf. Ja, WordPress ist genauso sicher wie die meisten anderen Content-Management-Systeme. Dadurch, dass es breiter vertreten ist, werden Sicherheitslücken, die vielleicht durch Plugins entstehen, schnell bekannt. Das heißt, sie können ausgenutzt werden. Wenn Sie aber natürlich im Backend, wenn Sie sehen, dass eine Aktualisierung des Plugins oder Themes vorhanden ist und das installieren, sind die Sicherheitslücken auch relativ schnell wieder geschlossen. Deswegen leicht geknackt werden kann, ist da relativ. Es ist einfach nur vom großen Interesse, weil die Seite, das System so breit vertreten ist. Knackbar sind im Prinzip alle. Immer auf jeden Fall die Sicherheitsupdates im Blick behalten. Genau. Also wenn da Updates reinkommen, man kriegt das in WordPress im Backend immer wunderbar angezeigt. Man kann auch Details sich anzeigen lassen von dem Update. Und wenn dort steht, dass das ein Sicherheitsupdate ist oder aus Sicherheitsgründen, immer sofort installieren. Vorab natürlich eine Datensicherung machen. Okay, dann gehen wir über zur nächsten Frage. Muss ich mich um mobil responsive kümmern oder macht WordPress das automatisch für mich? Das ist eine schöne Frage, die vorhin natürlich sich dann ein bisschen mit dem Design beantwortet hat. Das WordPress macht es nicht, sondern es macht das Theme. Und das Theme sollte sich natürlich, sollte responsive sein. Das heißt also, wenn wir bei der Wahl des Themes darauf achten, dass das natürlich entsprechend mobil darstellbar ist. Mhm. Und dann macht das Theme das selber. Okay, aber bei der Auswahl quasi einmal darauf achten und dann genau. Macht das Theme den Rest. Alles klar, dann gehen wir weiter. Gibt es eine Übersicht, welche Plugins DSGVO-konform sind und auch das EuGH-Urteil Schrems II befolgen? Da war jemand bei unserem Datenschutzwebinar, wie ich sehe. Da müsste ich sagen, da würde ich gerne das nachliefern. Es gibt verschiedene Seiten mit Übersichten. Ja, aber das ist wiederum relativ. Ich kann jetzt nicht das eben so nennen, ohne da... Das macht nichts, dann liefern wir es nach. Es gibt sowieso die Aufzeichnung auf unserer Website und dann packen wir es mit auf die Website als Link oder als Information. Super. Genau, aber es gibt sie. Also es gibt sie definitiv. Alles klar. Es soll ein online ausfüllbares Formular eingebaut werden, das direkt von der Website aus abgeschickt werden kann. Unterstützt WordPress Formulare und die Double Opt-in-Funktion? WordPress selber nicht, aber... das Plugin für die Formulärerstellung. Dort können sich die Elemente des Formulars selber zusammenbauen. Die Anzahl der Felder, wie die Felder bezeichnet werden, auch so Auswahlfelder, entsprechend lässt sich das wunderbar gestalten. Auch diese zwei Beispiele, die ich genannt habe, lassen sich wunderbar kombinieren mit den verschiedensten Newsletter Systemanbietern, die dann entsprechend quasi auf ihrer Seite ein Formular darstellen lassen, das aus einem Guss in ihrer Seite ist, aber angebunden an das Newsletter-System eines Anbieters ist. Das lässt sich auf jeden Fall machen. Okay, dann gehen wir zur nächsten Frage.
Wo kann ich mir ein Impressum automatisch erstellen lassen? Also die Frage würde ich, glaube ich, einfach mal an der Stelle ausblenden, weil Impressum ist ja nochmal ein ganz eigenes Thema. Es gibt ja einige Pflichtangaben, die Sie brauchen. Da gerne, die IHK Frankfurt hat Muster zur Impressumserstellung und auch wir haben auf der Website einen Leitfaden, in dem die Pflichtangaben drinstehen, die Sie ins Impressum packen müssen. Da sehr gerne einfach unsere Leitfäden auf der Website vom BIEC besuchen oder die IHK Frankfurt besuchen, die hat ganz tolle Muster dafür. Dann gehen wir einmal weiter mit, welche Tracking-Möglichkeiten bietet WordPress? Also funktional lässt sich das natürlich erweitern mit x-beliebigen Tracking-Möglichkeiten mit den unterschiedlichsten Tools. Mhm. Wichtig ist natürlich, dass man, wenn man sich ein Plugin installiert, was Tracking-Anbindungen macht, dass man da natürlich das Thema Datenschutz nicht außer Acht lässt. WordPress selber bietet vom Hersteller eine Erweiterung an, wo ein Tracking möglich ist, aber da sage ich Ihnen aus zwei Gründen, lassen Sie die Finger davon, deutsches Recht. Und die Performance, die Ladegeschwindigkeit der Seite geht dadurch ganz schön in die Knie. Okay, ja, das ist ein guter Tipp. Dann gehen wir weiter. Hat WordPress eine Testumgebung, in der ich Änderungen erst in der Testumgebung überprüfen kann, bevor ich diese online stelle? Also, wenn Sie jetzt eine Seite erstellen und füllen diese mit Inhalt, dann haben Sie die Möglichkeit, diesen Status der Seite zu verändern. Standardmäßig ist diese Seite immer auf Entwurf. Sie können da auf den Button Vorschau klicken und sehen dann, wie es aussehen wird. Ist aber noch nicht live verfügbar. Das heißt, Sie haben da so eine Vorschaufunktion und der Kunde kann es erst dann sehen, sobald Sie auf den großen blauen Button drücken, veröffentlichen oder, wenn es schon eine bestehende Seite ist, aktualisieren drücken. Erst dann ist es sichtbar für jeden anderen. Sollte, und das ist auch wieder ein Riesenvorteil von WordPress, irgendetwas nicht sein, was gewünscht ist. WordPress legt Revisionen von Ihrer Arbeit an. Das heißt also, Sie können auf der Seite Schritte wieder zurückgehen, um natürlich auch einen vorigen Zustand wieder aufzurufen. Das ist ja total praktisch und wie gesagt, vielleicht Testumgebung, Vorschaufunktion quasi hier in WordPress. Gut. Genau. So, das hatten wir schon einmal. So, was wäre denn, ich weiß, heute geht es um WordPress, aber wir wollen ja auch Alternativen aufzeigen. Gibt es denn brauchbare Alternativen zu WordPress, wo Sie sagen, ja, sind auch gute Content-Management-Systeme, die man dem vielleicht gleichsetzen kann? Da kann ich pauschal nicht die Antwort drauf sagen, weil es ist der Einsatzzweck ist da eigentlich maßgeblich. Weil Sie können auch eine Webseite, eine reine Visitenkarte, im ganz einfachen, schnöden HTML programmieren. Ist in der Regel sogar vielleicht vorzuziehen für eine Visitenkarte. Aber nicht, wenn Sie ein komplexes Online-Shop-System haben wollen. Und da ist natürlich auch ein Online-Shop-System, gibt es natürlich nicht nur Content-Management-Systeme, sondern es gibt ja auch richtige Shop-Software, Anbieter auf dem Markt, die wirklich sich nur mit dem Thema beschäftigen. Da ist halt pauschal die Aussage schwierig, weil es kommt darauf an, was sie halt für einen Zweck damit verfolgen. Aber vielleicht nur um einige zu nennen, Typo 3, Drupal etc. wären ja Dinge, die man sich mal näher angucken könnte. Also Typo 3 ist ein gutes System, aber nicht für den Anfänger geeignet. Mhm. Also da, das ist sehr schwierig, wenn man da noch nicht mit dem Thema sich beschäftigt hat. Drupal, Kantaro, das wären noch so die Alternativen. Super, aber das ist, glaube ich, schon mal, ich glaube, damit haben wir die Frage gut beantwortet. So, was sollte auf der Landingpage unbedingt vorhanden sein? Muss Infos, die drauf müssen an der Stelle? Was müsste auf, also die Frage ist halt, die Frage ist zu einfach gestellt. Welche Infos? Rechtliche Infos, auf jeder Seite muss ein Link oder ein Button zum Impressum, zum Datenschutzseite sein. Das müssen Sie auf jeden Fall auf einer deutschen Webseite im Geschäftsbereich immer irgendwo sichtbar haben. In ein, zwei Klicks muss man auf dem Impressum sein. Das kann man natürlich immer dann auf einer Landingpage ganz, ganz, ganz weit unten machen, weil der Gesetzgeber hat nicht gesagt, wie lang ich scrollen muss, bis ich das finde, damit man natürlich das nicht als allererstes sieht.
ja, auf ihrer Landingpage muss das drauf, was sie ihrem Besucher mitteilen wollen und natürlich, welche Handlung sie daraus leiten wollen. Wenn es zum Beispiel ein Video ist, und unten drunter ist dann, hier gelangen sie zu dem Produkt, oder sie bauen direkt das Formular unten unter das Video drunter. Da geht es einfach um den Inhalt, den sie aus der Strategie halt erstellt haben, was sie da verkaufen wollen oder was sie ihrem Kunden oder Interessenten rüberbringen wollen. Also pauschal lässt sich nur sagen, Impressum, Datenschutzseite, auf jeder Seite, die aufrufbar ist. Super. An der Stelle hoffe ich, wir haben die Frage beantwortet. Sonst vielleicht einfach an den Fragesteller noch ein paar weitere Infos in den Chat schreiben. Dann schauen wir es uns gleich nochmal an. Aber jetzt gehen wir über zur nächsten Frage. Wie erstellt man denn einen geschlossenen Mitgliederbereich? Nicht nur eine Einzelseite mit Login, sondern wirklich einen Bereich? Ich greife mal das Beispiel auf, was ich gerade letzte Woche hatte. Da ging es um Yoga-Coaching, und da lässt sich, da war es dann relevant, dass die Kunden, sprich andere Yoga-Lehrer, sich dort einloggen können und entsprechend Inhalte gegen Bezahlung konsumieren. Und darauf zielt ja wahrscheinlich diese Frage ab. Da lässt sich das zum Beispiel mit dem Plugin Digimember realisieren. Das bietet direkt auch verschiedene Schnittstellen zu Zahlungsdienstleistern. Und damit lässt sich wunderbar einen geschlossenen Mitgliederbereich machen, egal für welchen Verwendungszwecke. Ob das jetzt Coachings sind, bestimmte Dateien, PDF-Dokumente, was auch immer. Das ist auf jeden Fall damit zum Beispiel realisierbar. Super, also einmal Digimember sich merken. Dann gehen wir mal weiter. Wie läuft denn dann eine sinnvolle Verlinkung zu Facebook oder Instagram? Sie sind ja ganz kurz darauf eingegangen, dass man diese Share-Einbindung nicht nutzen sollte, sondern wie bindet man dann die Social-Icons vielleicht einfach sinnvoll ein, weil wichtig ist es ja? Genau, also das eine, man muss aufpassen, also das eine ist Social Sharing, das Teilen des Inhalts. Damit gibt man ja nun die Möglichkeit, den Inhalt zu teilen auf die Seite, wo man gerade ist. Sinnvolle Verlinkung, da, wo es prägnant ist, aber nicht stört, bindet man entsprechend ein. Die meisten Themes bieten so Möglichkeiten, so kleine Icons mit einzubinden. Und da legt man einfach nur dann quasi die URL zu seiner Facebook-Seite, Instagram-Account, Pinterest, was auch immer an und kann diese Icons einbauen. Erwarten kann der Besucher im Regelfall, dass diese Icons auf jeden Fall mindestens einmal im Fußbereich zu finden sind, so als Nebeninformation. Und natürlich kann man natürlich prägnante Sachen, wenn man jetzt 10 verschiedene Netzwerke hat, dass man sich ein, zwei prägnante, die wichtigsten rauspickt und die natürlich etwas prominenter oben am Seitenrand im Menü dann entsprechend präsentiert. Aber auf jeden Fall in den Footer ganz unten. Also da ist in der Regel die Erwartungshaltung, dass man spätestens da irgendeine Verbindung zu den sozialen Netzwerken findet. Alles klar. Können Sie ein paar Dinge zum Thema WordPress und SEO sagen? Ist man SEO-seitig gut aufgestellt, wenn man WordPress nutzt? Vom Grundprinzip her ist man schon mal etwas besser aufgestellt als Homepage-Baukästen. Man muss natürlich SEO-Funktionen spezielle noch hinzufügen, mittels der Plugins zum Beispiel, die ich genannt habe. Und man ist damit auf jeden Fall sehr gut aufgestellt. Was dann dadurch nur noch getoppt wird, ist dann entweder, wenn man einen Dienstleister für Suchmaschinenoptimierung dann noch ranlässt oder individuell natürlich programmiertechnisch da an Sachen anpassen lässt. Aber man ist schon vom Hause aus gut damit aufgestellt. Okay, ein bisschen Arbeit muss man aber noch reinstecken. Ja. Super. Inwieweit ist das möglich, Webseiten umzuziehen? Zum Beispiel von Typo 3, Drupal zu WordPress oder andersrum? Diese Frage habe ich oft gestellt bekommen und ich sage meinen Kunden immer, wir ziehen keine Daten einfach so um, sondern wir erstellen etwas Neues. Ja, weil in der Regel ist es so, wenn Sie eine alte Typo 3-Seite haben,
und wollen auf WordPress umsteigen, dann wollen sie auch ein neueres Design haben. Folglich daraus haben sie natürlich auch eine neue Strategie erstellt mit neuen Inhalten. Das heißt, die alten Inhalte werden in der Regel, außer es sind jetzt einfache Produktdetails mit immer den gleichen Informationen, werden sie die nicht eins zu eins übernehmen. Und wenn sie es vorhaben, rate ich definitiv davon ab. Okay, also sich vorher nochmal Gedanken machen, neue Struktur, was will man erreichen, Ziele. Mich würden die Kosten für die Mindestanforderungen bei WordPress interessieren. Können Sie ungefähr eine grobe Hausnummer nennen? Ja, also wenn Sie einen Webhoster haben, der im Monat 1,99 Euro kostet, dann werden Sie da definitiv nicht gescheit WordPress am Laufen kriegen, weil schon da gewisse Funktionen wahrscheinlich fehlen. Ich sage mal, es gibt einen Anbieter hier in Deutschland, da liegt der Preis mit einer vernünftig soliden Leistung so zwischen 7 und 10 Euro monatlich für das Webhosting. Aber das ist ja schon mal, das ist ja schon mal eine Hausnummer. Gut, wir machen jetzt noch zwei Fragen und dann sind wir auch schon fast durch. Wahnsinn. So, habe ich das richtig verstanden, dass WordPress an sich kostenlos ist und dann Plugins, Themes und die Webadresse etwas kosten können? Genau, also das, Sie können eine WordPress-Seite erstellen, die Sie bis auf die Webhosting-Kosten sonst nichts kostet. Ja, wenn Sie natürlich dann bestimmte Themes oder Plugins, die Premium sind, nutzen wollen, dann kann es etwas kosten, aber gezwungen sind Sie nicht. Weil bei der Menge der Plugins finden Sie wirklich auch wirklich zu jedem Verwendungszweck ein mögliches kostenfreies Plugin. Da ist die Herausforderung wahrscheinlich eher das Richtige aus diesem großen Haufen rauszupicken. Aber das offizielle Plugin-Verzeichnis von WordPress ist da gut sortiert, gut strukturiert und man sieht dann auch, man kann da auch so ein bisschen die Spreu vom Weizen trennen. Sehr schön. Dann gehen wir zur nächsten Frage. Stimmt es, dass das Theme Elementor Pro wirklich die Geschwindigkeit von WordPress reduziert? Können Sie dazu was sagen? Ja, also für die, die es nicht kennen, das Theme Elementor Pro ist auch so ein Schweizer Taschenmesser. Es ist ein Theme, was quasi, wo Sie grafisch den Inhalt bearbeiten. Das heißt also, Sie können dort die Elemente hin und her schieben. Sie können unheimlich viele Funktionen einbauen, die da mitgeliefert werden und werden da nach den Wünschen der Funktion relativ schnell glücklich. Das Problem ist wieder da, dieses Multipurpose-Themes. Das ist ja nicht nur Elementor, es gibt da noch einige andere. Die liefern halt unheimlich viel Ballast mit. Und das ist das Problem. Dieser Ballast wird in der Regel komplett mitgeladen. Das heißt also, Sie nutzen von 10 Funktionen eine und die 9 können dann unter Umständen mitgeladen werden, obwohl es optisch gar nicht genutzt wird. Und das ist das, was diese Themes halt unheimlich füllig macht und das Ganze natürlich dann entsprechend sich auf die Performance auswirkt. Es gibt mittlerweile einige Hersteller von Themes, die lassen sich, wenn die Funktionen deaktiviert sind, werden die auch nicht mitgeladen. Das haben aber noch nicht alle Hersteller, ich sag mal, so auf dem Schirm. Der nächste Punkt ist der, man muss nicht immer zwingend ein großes Page-Builder-Theme, so wie man das auch schimpft, nutzen. Denn WordPress hat mit dem Gutenberg-Block-Editor schon sehr viele Möglichkeiten der grafischen Aufarbeitung quasi der Seite im WordPress-Core mit drin und liefert das mit. Und jetzt, wir stehen jetzt vor den nächsten großen Versionssprüngen und da werden wieder unheimlich viele Dinge mit diesem eigenen Editor-System geliefert. Das heißt also, lieber erstmal schauen, was WordPress schon hat und nutzt das als ein großes Elementor-Theme draufzusetzen. Super. Also ich glaube, das waren wahnsinnig viele und gute Antworten. An der Stelle erstmal, Herr Ehling, Dankeschön. Ich weiß, wir haben jetzt noch ganz viele Fragen auf. Aber Herr Ehling, jetzt wir sind live. Ich mache jetzt einfach mal, ich bin mal frech. Wenn jetzt noch weitere Fragen offen sind, hätten Sie noch mal Lust, sich mit mir auf eine kurze Videosession zu treffen und wir beantworten die einfach im Nachgang?
Das können wir gerne tun. Super, dann biete ich Ihnen noch an, liebe Teilnehmer. Herr Ehling und ich machen ein Date aus. Wir treffen uns nochmal und wir nehmen per Video noch Ihre restlichen Fragen auf. Den Link bekommen Sie dann im Nachgang wieder zugeschickt, sodass Sie nichts verpassen. Und dann wird Ihre Frage auch nochmal beantwortet. Und an der Stelle bleibt mir nichts weiter zu sagen als herzlichen Dank für Ihre rege Teilnahme, für die wahnsinnig vielen Fragen. Ich hoffe, Sie haben was mitgenommen an Informationen, hatten ein bisschen Spaß und das war ein guter Ersatz für das schöne Wetter. Nochmal für Sie zur Infos. Die Präsentation bekommen Sie im Nachgang jetzt per E-Mail zugeschickt. Den Link zur Aufzeichnung bekommen Sie auch per E-Mail zugeschickt. Der Link läuft auch nicht ab. Wir dürfen, danke Herr Ehling, nochmal das Webinar öffentlich lassen und der bleibt auf unserem YouTube-Kanal bestehen. Und an eigener Interesse, vergessen Sie unseren Feedback-Fragebogen nicht. Geben Sie uns gleich Feedback, kommt auch per E-Mail. Vielleicht hat der eine oder andere Lust, nochmal 2 Minuten am Rechner kurz zu sagen, wie es ihm gefallen hat. Nennen Sie uns Ihre Anregungen und vielleicht sehen wir uns beim nächsten Webinar wieder. Wir haben ganz viele, aber das Facebook-Ads möchte ich Ihnen besonders ans Herzen legen, weil es so ein ganz neues Format ist. Und ansonsten sehen wir Sie ja am 10.3. zu unserem Newsletter-Webinar vielleicht auch schon wieder. Herr Ehling, Dankeschön, Dankeschön. Es war super spannend. Ich bedanke mich auch für das Publikum. Und dann verbleibt uns nichts anderes zu sagen, als genießen Sie noch ein bisschen Sonne, schmeißen Sie den Grill an und vor allem bleiben Sie gesund und wir sehen uns bald wieder. Bis dann. Bis dann.